Grüße euch, liebe Imkerfreunde. Ein kleines Update zum Ende des Jahres von mir. Und zwar habe ich gestern ohne Ende Wachs ausgeschmolzen. Kann ich euch mal zeigen. Hier habe ich 6 Kisten mit leeren Rähmchen. Und die möchte ich jetzt sauber machen. Ich zeige euch mal, wie die jetzt aussehen. Vom Ausschmelzen. Kann man das sehen? Ja. Ziemlich dreckig. Überall hängt noch Tresterrückstände, Wachsrückstände dran. Und so möchte ich die natürlich nicht in die Rähmchen bzw. in die Völker nächstes Jahr geben. Und daher habe ich ein Wasserbad vorbereitet. Ein Gasbrenner. Hier wird Wasser drin aufgekocht mit ein bisschen Spülmittel. Und da werde ich dann gleich die Rähmchen drin tauchen. Ja, und mittels einer handelsüblichen, so Billigberger Laden, Spülbürste, die ein bisschen abkratzen, sodass die dann für nächstes Frühjahr die Mittelwände eingelötet werden können. Das Ergebnis zeige ich euch gleich, sobald das Wasser kocht. Das ist zwar eine sehr müßige Arbeit, aber wenn man sich überlegt, dass so ein Rähmchen mittlerweile 90 Cent kostet, die modifizierten teilweise über 1 Euro, dann ist es der Aufwand wert. Und wenn man bedenkt, guck mal hier, 2 Jahre lang war das im Bienenvolk. Ich mach mal hier so einen, vorher, nachher, da kann man mit leben, oder? Also ich finde, der Aufwand ist wert. Man kann immer mal so ein paar Rähmchen hier reinstellen und kann das schon mal einweichen. Dann geht das ein bisschen besser ab. Ich habe zwar noch ein bisschen was vor mir, aber wenn ich die heute fertig habe, dann werde ich noch Wachs einschmelzen in dem gleichen Pott, natürlich ohne Wasser. So, ich bin jetzt durch. Mal gucken, vielleicht kann man mich sehen, ich gehe mal hier hin. Ich bin jetzt durch, ich habe für 60 Rähmchen jetzt ungefähr 2 Stunden gebraucht. Ich finde, das Ergebnis kann sich auch sehen lassen, die sind alle relativ gut sauber geworden. Ich war ziemlich ordentlich. Die Bürste hat es jetzt hinter sich. Was mir beim Reinigen aufgefallen ist, ich verwende die modifizierten Rähmchen mit dickerem Oberträger. Die verhindern, dass die Bienen mehr oder verhindern Überbau der Bienen, sodass ich zwischen den Zargen, wenn ich die auseinanderreiße, dann nicht immer so viel Zwischenbau habe und das hinterher eine ordentliche Matscherei gibt. Die haben aber, wie ich jetzt festgestellt habe, auch einen Nachteil. Und zwar haben die, um die Mittelwände einzulöten, hier einen Falz, wo die Mittelwand eigentlich eingesteckt wird. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich komme mal rum. Teilweise ist da auch noch Wachs drin. Reste, die man jetzt beim Reinigen nicht rausbekommt. Dadurch hat man dann natürlich hinterher Probleme, wenn man die neue Mittelwand einlöten will. Auch habe ich festgestellt, ich habe die Rähmchen, nachdem ich den Brutraumtausch vorgenommen habe, die Wabenhygiene Ende August, habe ich jedem Volk ja die alten Waben in der untersten Zarge entnommen. Die habe ich in der Garage aufgestellt und habe auch mehrmals mit Schwefel behandelt, um die Vermehrung der Wachsmotte zu unterbinden, was mir aber nicht gelungen ist. Ich hatte unheimlich viele Wachsmotten drin, die Rähmchen waren aber, die Waben waren noch da, waren aber unheimlich viele von den Raupen zu finden und die setzen sich auch sehr, sehr gerne hier in diesen Falz rein. Die gehen ja in jede Ecke. Ich meine, die sind alle jetzt schon beim Ausschmelzen mit dem Schmelztrichter und dem Dampfmeister, sind die alle kaputt gegangen. Aber trotzdem habe ich hier so einige vorhin auch noch drin rumschwimmen gehabt und
wie gesagt, auch unheimlich viele von diesen Nestern hier unten drin, die man auch wirklich hinterher, wie den Honig, wie das Wachs, nur noch mit einem Spachtel irgendwie noch rauskratzen kann. Mein Fazit daraus, zu reinigen sind die normalen Rämchen, also die nicht modifizierten mit dem dünnen Oberträger, sind auf jeden Fall einfacher. Ich habe jetzt hauptsächlich nur noch die modifizierten, also muss ich jetzt erstmal damit leben und habe dann halt hinterher bei Mittelbänder einlöten. Ja, ist das natürlich nicht so nett, weil ich hier oben dann nicht ordentlich ansetzen kann. Ich muss immer ein Stück Mittelband abschneiden. Ich habe aber sowieso vor, irgendwann auch mal auf Naturbau umzuschalten und das werde ich versuchsweise auch mal mit ein paar Völkern machen. Und irgendwann brauche ich dann auch nur noch Anfangsstreifen und dann habe ich sowieso ein bisschen Schnibbelei, was Mittelwände angeht. Naja, aber das kriegen wir hin. So, jetzt muss ich erstmal dieses Zeug hier, Wachs und Tresnerreste, muss ich entsorgen. Ich lasse das jetzt nochmal eben heiß werden, damit ich den Eimer jetzt gleich so einigermaßen sauber habe. Denn ich möchte in dem Eimer jetzt gleich auch noch Wachs schmelzen und dann klären. Und das, ja, das zeige ich dann in einem, entweder in dem gleichen Video, ich schnibbel es zusammen, oder ich mache ein extra Video. Das werdet ihr dann sehen. Alles klar, ich danke erstmal fürs Zusehen. Hoppala. Ja, und wir sehen uns bald wieder. Ciao.